Hallo Freunde, willkommen zurück bei Let's Play Minecraft Teil 16 für die Nintendo Switch. Wir sind hier unter der Erde auf der Suche nach Diamanten. Sieht bisher ein bisschen nicht so gut aus. Da drüben gibt es zwar Redstone, aber Diamanten finde ich hier noch keine. Was erstmal nicht schlimm ist, weil ich hoffe, das wird noch. Aber dafür sind wir natürlich hier runtergekommen, weil wir wollen, um in den Nether zu gehen, uns eine Diamantenrüstung machen. Vielleicht überlege ich mir das auch noch, aber auf jeden Fall brauchen wir erstmal ein bisschen Diamant, auch für ein Schwert und einfach, damit wir noch welche in petto haben. Gut, dass nicht in die Lava gefallen ist. Tada. So, darunter ist noch Redstone, ne? Machen wir das mal so. Ja, und ich muss nochmal gucken, ob die Diamantrüstung wirklich so gut war, weil ich meine, dass die zwar gut ist, aber ich glaube, die Eisenrüstung ist trotzdem fast genauso gut. Und dann würde ich die natürlich präferieren, aber sollte die Diamantrüstung sehr viel besser sein, bauen wir sie uns natürlich und dafür brauchen wir Diamant. Diamanten. Aber dazu müssten wir sie auch erstmal finden. Das sieht bisher schlecht aus, deswegen sind wir hier unten. Und suchen! Und finden hoffentlich auch. Nein! Stupido! So. Ja, sieht bisher schlecht aus, alles hier so. Ich hatte gehofft, das Ganze läuft ein bisschen besser, aber Fehlanzeige. So, versuchen wir weiter auf diese andere Seite zu kommen. Da war auch noch Wasser, wie ich eben gesehen hatte. Genau, gut, dass wir uns noch ein paar Hacken hier mitgenommen haben. Und da drüben steht ja auch noch eine Crafting-Station, aber wir haben keine Holzkette. Doch, haben wir! Ah, klug! Klug, klug. Ausnahmsweise mal es richtig gemacht, die Crafting-Station hier unten liegen zu lassen. Mann. Nein, aber Redstone. Oh, und Gold. Komplett neues Gebiet, sehr schön. Ist also noch lange nicht Ende Gelände. Wir haben alles Mögliche dabei, um hier unten wirklich Ewigkeiten auszuhalten. Wir werden jetzt nochmal so machen, wir gehen den Crafting Table mal holen. Ah, ist klar. Müssen wir den Weg zurück. Sowas mache ich nicht so gerne. Alle, die mir zugucken oder zugeguckt haben, wissen das. Genau, ich wollte sicher gehen, dass darunter keine Lava ist. Oh. Alles klar. So, Dülle.
Ich dachte irgendwie, hier geht's wieder zurück. Und zwar über den Lavaweg, aber dem ist nicht so. Dann müssen wir doch hier lang und legen uns dann einfach was Entsprechendes oder buddeln uns hier rüber. Come on. Alles klar. Leichter gesagt als getan. Langsam und ruhig und langsam. Gold, hä? Ja, das versiegeln wir mal und das da versiegeln wir auch mal, weil das nervt mich. Ah, jetzt läuft es hier runter, ganz toll. Hammer, hier oben ist auch noch jede Menge Zeug. So, haben wir das erstmal unterbunden. Und hier drüben jetzt Crafting Table und so weiter. Hier geht es Richtung Heimat, alles klar. Haben wir eigentlich ganz umsonst gebaut, weil wir brauchen ja gar kein Gold, um den Diamant zu bauen. Den haben wir damit nur zerstört, was ich total idiotisch finde, weil, come on, eine Goldhacke ist was Hochwertigeres als eine Eisenhacke. Also sollte die Möglichkeit da sein, wenn die Goldhacke, da geht's runter, besser ist vom Material her, dass auch die Diamant abbaut. Aber, naja, hab ich Rechnung gemacht ohne Entwickler. So, Glück 1 bedeutet, wenn ich Glück habe, kriege ich zwei Goldblöcke daraus oder was? Oh Gott, das war ganz schön fucking knapp. Hammer. Okay, haben wir noch zufällig Wolle dabei? Dann könnten wir sogar ein Nest hinstellen, ein Bett. Wobei, das bringt unter der Erde nichts. Wahnsinn. Erstmal wieder markieren, falls wir uns verlaufen. Hier geht es dann Richtung Heimat. Und dann hier drüben. Tick, tick. So. Erstmal rein. Auch erstmal rein. Dann die Truhe raus und die Werkbank. So, in die Truhe packen wir erstmal das Redstone und so weiter, was wir gefunden haben, was wertvoll ist, also nicht Erde. Weil ich keinen Bock habe, wenn ich warum auch immer, weil ich dumm bin, verrecke. 45, glaube ich, ist letztlich. Alles zu verlieren. Ja, davon nehmen wir ein paar. Kohle haben wir auch, davon können wir noch ein paar Fackeln bauen. Davon noch reinlegen. Das ist eigentlich auch alles nur Bullshit, den wir mitschleifen, weil wir es noch dabei hatten. Das ist weg und das ist weg und das kann da runter und prima. Dann geht's weiter. Den Ofen haben wir hier auch, das heißt, wenn wir Eisen finden, wir können hier unten also alles herstellen, wie wir es gerade brauchen. Genug Holz. Das heißt, wir können unsere Materialien nachführen. Ich denke auch, wir werden, weil wir auch genügend Essen haben, quasi auch länger hier unten bleiben erstmal. Weil hier gibt es so viele Ressourcen, Freunde, unglaublich. Aber erstmal gucken wir hier mal durch und verschaffen uns einen Überblick. Nutzt schon lauter.
Ha! Bleib uns vom Leib, du Blödmann. Ein Höllensystem. Da drüben waren wir schon mal. Ich weiß nicht wie, aber da ist eine Fackel. Wahrscheinlich bei meinem einen irren Versuch hier rauszukommen, habe ich da. Oh nein! Feuer geht nicht aus, bis ich ins Wasser gehe oder was? Krass. Wusste ich auch nicht mehr. Ich weiß ja auch, warum Zombies am Tag verbrennen. Wenn man einmal brennt, geht nicht mehr raus ohne Wasser. Hä? Diamanten, Freunde. Ich will Diamanten. Das muss aber auf jeden Fall sein. Sehr gut, weil ich auf gar keinen Fall vom Wasser in die Lava gedrängt werden möchte. So. Genau, da ist der. Meins. Löwenmaus findet Nemo. Meins, meins! Ja, damit das nicht gleich meinem Redstone passiert, machen wir das mal so. Alter! Ja, das ist, was ich meine. Die Lava treiben, ne? Oh, wundervoll, da ist es schon. Erste Diamant seit langem. So. Redstone. Wir müssen uns auch mit Redstone-Mechanismen mal noch ein bisschen beschäftigen. Bin ich nämlich gar nicht mehr up to date. Okay. Oh, drei Diamanten, das ist schön. So. Jetzt ist dahinter auch auf jeden Fall nichts mehr. Okay, das war leider nur einer. Das Glück nicht gewirkt. Auch leider nur einer und wirkt das Glück hier? Verdammte Glücksverzauberungsscheiße! Überhaupt nichts geholfen. Naja, egal. Wir haben immerhin drei Diamanten mehr als vorher. Blub, blub, blub. Ja, ja. Ich weiß und ich höre es. Ja, ich weiß. Hier hängt Gold drüber. Oh nein, 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 nein.
nein. Meine Gute. Finde ich gar nicht schlecht, so viel Gold, ne? Die Minecraft-Musik. Verrückt, aber cool. Ein richtiger Lavasee hier. Und irgendwo muss hier noch Diamant rumspringen. Da hinten endet der Lavasee. Alles klar. Kein Diamant mehr. Wahnsinn, vielleicht da hinten oder auf der anderen Seite. Ich habe eine Idee. Die uns hilft, dass hier. Oh, hallo. Zu überqueren. Ich dachte gerade, da oben wäre ein Gast, warum auch immer. Wie auch immer er aus dem Nether hierher kommen sollte, aber ich dachte es kurz. So, von da drüben kommen wir her. Lasst mich in Ruhe. Oh nein, das kann ich jetzt gar nicht gebrauchen. Was haben wir hier? Oh nein. Hasse ich. Wo kam ich denn daher? Von denen. Da habe ich mir die Heimmarkierung gesetzt. Genau, da ist die Truhe und so. Hier unten habe ich noch nicht hingeschaut. Da ist auf jeden Fall Redstone. Boah, da auch. Redstone ist es manchmal auch Diamant nicht fern. Na gut, ich sagte manchmal. So, da oben stehen unsere Sachen. Okay. Rein damit. Rein damit. Genau, raus damit. Raus damit. Da rein und
Eisenerz da rein. So, sind wir am Ende der Episode angekommen. Mein Plan ist es, Wasser hier rauszuziehen, um dann den Lavasee ein bisschen zu fluten mit einem Wassereimer, weil das bringt dann immerhin ein bisschen bessere Mobilität für uns, weil wir dann da drüber gehen können, schneller und leichter. Und ja, wie immer hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Episode. Wir verbrennen jetzt das verrottende Fleisch und lasst mir einen Daumen nach oben da und ein Abo. Da freue ich mich drüber und dann sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Episode. Ciao!